Hallöchen Leute und willkommen zurück zu GTA Online. Heute mit dem Next Trap und mit mir erstmal wieder nur so. Also Hi. Erstmal ein bisschen duo-mäßig unterwegs sein. Da ja, hallo. Bei dir. Genau, guck mal, hab ich gerade gezeigt das Auto. Geil, oder? Zwar nicht so ganz meine Farbe, aber. Oh, die Farbe ist mal ein bisschen Abwechslung. Was? Oh. Du hast meine Karre geklaut, du kannst was erleben. Jetzt krieg ich Kopfgeld. Mach mal gucken, wie viel. Das sieht ja cool aus. Schon als Cabrio jetzt rumheizen. Auf jeden. So muss das sein. So, genau. In der letzten Folge wollen wir ja Golf spielen. Ich habe immer noch das Outfit an vom Golfen. Ich müsste mich eigentlich auch nochmal umziehen. Mache ich aber später. Ja, das erstmal können wir heute eigentlich auch nochmal machen. Du musst das. Ja, gucken. Ich wollte nochmal eine Mission machen, die ich... Also da vermute ich zumindest, dass ich sie noch nicht gemacht habe. Die ist Abreise. Die wollte ich nochmal machen. Aber ja. Es gibt zwei, die sind fast... Also die sind fast gleich. Außergerichtliche Einigung und Abreise. Und ich weiß nicht genau, ob ich schon beide gemacht habe oder nur außergerichtliche Einigung. Deswegen machen wir die dann einfach nochmal. Und wenn danach nochmal Zeit übrig bleibt, können wir ja nochmal umziehen oder so. Oder nochmal eine andere Mission machen. Ja. So. Warte, ich will aber noch ein bisschen heizen mit dem Auto. Oh, der war zu spät. Ich überhaupt da losgelassen. An Frau am Steuer, der sieht, das wird teuer. Der sieht auch richtig Hammer aus. Voll der Klotz. Sieht wirklich cool aus, aber ein Weiß gefällt er mir nicht so sehr. Ja. Ich persönlich mag es eh ein bisschen dunkler. Dark. Der ja, Dark Next Trap. Kleidungsstil hier als dunkel. Ist hier. Oh. Scheiße. Ich allein geheizt, komm. Ich liebe hier diese Straßen, weil hier kannst du eigentlich, wenn das Auto sich driften lässt, kannst du hier auf jeden Fall driften. Die Straßen sind ja auch richtig breit. Ja, deswegen, da kann man immer üben mit den krassen Karren. Oh. Nein, der war doch schon so schön. Oh, was passiert? Verbindung zur aktiven GTA-Online-Sitzung wurde aufgrund eines unbekannten Netzwerkfehlers unterbrochen. Dann warte ich jetzt nochmal einen Moment, bis du wieder zurück da bist, zurückkommst. Oh. Scheiße. Aber Trap, du sitzt noch neben mir. Noch, ja. Ey, das ist doch mein Auto. Jetzt steigst du aus und rennst einfach weg. Ich fahr nie wieder mehr mit dieser Frau. Ich bin einfach ins Einzelspieler gekommen. Entzieht hier die Fahrlizenz. Ich will einfach nur driven. Ja, also schon einmal wieder beitreten, okay. Oh. So, ich brauche irgendwas zum Driften. Irgendeine Seitenstraße. Kreuzung. Da kommt eine Kreuzung. Wow. Na, okay. Zwar nicht auf andere Spur, aber ging schon. Ach, ey, nicht weg. So ein Sack. Ich hab erstmal eine Barrel Roll gemacht. Oh nein! Laterne! Winterkeks. Next Trap ist wieder da, okay. Juhu! So. Park ich mal hier irgendwo? Ja. Nicht schießen. Ganz ruhig. Ich muss sagen, ich hatte einen Fehler auch schon lange nicht mehr gehabt. Ich wurde abgeknallt. Von irgendwem. Von mir. Nee. Oh, ich hab gar kein Auto mehr. ich muss mal morgen Mutual Insurance anrufen. Nein. Oh, so gut. So fährt der mich um, wenn ich da stehe. So Vollpanne. Oh mein. Ein Wagen von mir war eigentlich beschlagnahmt gewesen, die Kroketten, aber irgendwie konnte ich jetzt 1700 bezahlen und, ja. Enrico, nein, ich muss den anderen da wegholen. Wie ist der Maxim oder sowas? Max. Moritz, wo bist du? Ja super, jetzt kommt er nicht, wa? Und wenn ich jetzt hier wieder die Mission auswähle. So, von Rockstar erstellt. So, Abreise. Und tschüss. Ich dachte schon, GTA hat sich gefreest. Schnell, Trap, ich muss dich einladen. Ich muss dich einladen. Zack. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ich glaube, das Ding ist gleich. Nein,
Jetzt bin ich zu weit gesprungen. Wieso kann ich dich nur zur Party einladen? Ist das schon wieder voll? Nö, ist es nicht. Ich habe noch Platz frei. Wenn nicht, versuche mal über mein Profil schnell beizutreten. Ja. Nach nee. Kann ich nicht. Warte mal, ich kick den mal. Sind für alle kaufen $60. So, tut mir leid, Freund, aber ich möchte mit Nextrap spielen und nicht mit Jam Waffel oder Waffel. Waffel. Jam Waffel. Oh, die Party wird gleich wahrscheinlich auch wieder voll sein. Egal. Ey, wo ist der Rosshelfen? Tut mir leid, Freund. Nicht rein. Nicht beitreten. Aber jetzt ist eigentlich ein Platz frei. Geht noch nicht. Wenn ich versuch, du mal Abreise aufzumachen, dann komm ich bei dir rein. So, da beforderst du mich ein bisschen. Drück einfach Start, geht ja online, dann ja, auf Jobs. Online, Jobs, dann Job posten, oder? Ja, Job posten, dann von Rockstar erstellt, dann Mission und dann einfach ein bisschen runtergehen. Also sicher zwischen der 10. und 15. Stelle müsste dort stehen. So, ich habe hier nichts mit Abreise. Du hast Mission ausgewählt, ja? Ja, genau. Keine Abreise? Nö, ich habe Streit ums Crystal 1 bis 3, dämonische Geschäfte, Trampelfahrt, Diebstahl, außergerichtliche Einigung, der Stoff, aus dem Träume sind, Los Santos Connection, Diebstahl ist ein Laster, Karabiner und Turbin und... Warte mal, ich mach nochmal auf. Oh, warte mal, Lester hat mir, glaube ich, eine... Ticket nach Elysium. Wollen wir das machen? Genau. Oder letzter Heli aus LS? Oder Reich in Richmond, habe ich das schon... Es kann natürlich gut sein, da ich viele Missionen noch nicht gemacht hatte von den NPCs. Ach so, ja, das kann natürlich sein. War ja bei mir auch eine Zeit lang das Problem, dass ich manche nicht machen konnte, weil ich noch nicht weit genug war. Teamausgleich, wieso denn gegen zwei? Ist das gegeneinander oder was? Egal, ich lade dich trotzdem ein. Machen wir das mal. Letzter Heli aus LS. Oh, ich fahre während der Zeit bei Jan Lima ein bisschen herum. Ah, er ist hängen geblieben am Bordstein. Och. Ja, und jetzt ist normale Gitarre gerade beigetreten. Ja, ein bisschen zu sehr tiefer gelegt, wa, Jan Lima? Oh, wie ekelhaft das aussieht. Pink verchromt. ich kann dich nicht einladen. Das geht nicht. Keine Ahnung warum. Ist ja super. Da möchten wir was machen und es geht nicht. Kann ich auch noch nicht mal ein Spiel einladen oder sowas? Wir sind in einem Spiel. Achso, ein bisschen noch. Komisch. Wie könnte man das jetzt machen? Ey, du hast. Warte mal, ich mach mal hier irgendeinen anderen auf. Oder? Ja. Aber wenn das nicht klappt, können wir auch, wenn du Bock hast, irgendwie Team Deathmatch oder sowas mal machen. Den Leuten, ja, die gucken. Einfach schon hier sind. So, Einstellung bestätigen. Ja, jeder ist schon dabei. Das kann doch gar nicht sein. Also, du. Es stimmt schon, dass wir in einem Spiel sind, aber nicht in einer Lobby. Was ist das für ein Mist? Na los, jetzt versuche ich mal das so. Jetzt habe ich dich eingeladen. Jetzt habe ich das bekommen. Ja, jetzt, ich habe das jetzt über das Einladesystem von GTA gemacht und da über die Freundesliste. Was das mal hingehauen hat. So, und jetzt können noch zwei andere mitmachen. Ich bin Reich in Richmond. Wenn uns die Finanzkriege etwas gelehrt, ach, das habe ich schon mal gemacht, der Text kommt mir bekannt vor, gelehrt hat, dann, dass die Reichen genauso viele Probleme mit ihren Krediten haben wie die Armen. Ein Mann muss aus Richmond
ein Mann aus Richmond hat zwei teure Autos bei mir gekauft. Du musst sie zurückholen und in den Ausstellungsraum bringen. Du könntest bei der Sache Hilfe brauchen. Ich glaube, er hat einen Wachdienst engagiert. Okay, Hilfe haben wir genug. Ein kleiner VfL und Enrico. Also legen wir mal los. Aber die Mission hatte ich, glaube ich, schon. Aber nicht so schlimm, sorry, Leute. Machen wir danach halt nochmal eine andere. Wenn es von der Zeit noch passt, ne? Achso, wie war denn überhaupt dein Krankenhausaufenthalt? Habe ich gestern, also bei der letzten Folge vergessen zu fragen. Was ist ein Krankenhausaufenthalt? Ja, ich weiß, ihr könnt euch da nicht mehr so dran erinnern. Wegen dem Schluss? Nee, das nicht. Ich meine eigentlich, weil ich habe doch die Folge davor, war ich doch mit Alex unterwegs. Und ihr konntet ja nicht, weil ihr ja im Krankenhaus wart, weil ich ja so ausgetickt bin den einen Tag. Ah, da sind meine ganzen Erinnerungen schon ganz weg gewesen. Ja, ich weiß gar nicht, guck mal, drei zur Auswahl. Ich fahr bei Next Trap mit. Nein, okay, Trap fährt weg. Ich fahr bei Italia mit. Frederico! Lal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 
Ja, ich heiz hier ein bisschen durch die Gegend, wenn er zahlt. Denkt die Polizei ab. Ich schieß ein bisschen auf die Autos drauf. Das ging aber wirklich flott. Ich hab doch süße 3000. Süße 3000. Ja. Super, dann kann ich jetzt auch nochmal Abreise probieren. Ach ne, Abreise, ne, das war, ne, was waren, das war jetzt Reich in Richmond, ne? Abreise versuchen wir dann gleich nochmal. Reich in Richmond, genau, da steht's dann nochmal. Way, $50. Wir können doch hier nochmal aktualisieren. Vielleicht kommt ja so nochmal was. Ach, der Gutmensch, aber das hatte ich schon. Explosiver Job hatte ich auch schon. Rauchverbot hatte ich auch schon. Nochmal. Death Metal. Na, ja, ist alles schon gewesen. Ja, dann lass nochmal freien Modus. Versuche ich mal Abreise. Go, go, go. Wir präsentieren die neue Dinka Swast. Nicht dezent, nicht billig, nicht sicher, perfekt für dich. Perfekt, unsicher und teuer. Muss das sein? Perfekt, unsicher. Na komm, GTA, was ist schon wieder los mit dir? 5 Jahre wieder. Gab's eigentlich zu dem Lämmer-Update irgendwelche kostenlosen Autos oder so? Nee. Diesmal gab's nichts. Umschonst. Oh, ich bin irgendwo gelandet. Ach, wir sind aber zusammen in der Lobby. In der Butnik, also in der Butnik-Lobby, sage ich schon. In der Random-Lobby. Butnik-Lobby! Bam! Ich fand deine Kopfhörer cool. Darf ich die haben? Nein. Okay. Jetzt liegt sie da, jetzt brauchst du sie sowieso nicht mehr. Ah, sie hat auch noch welche. Na, Fräulein, bleib stehen. Ja, dich meine ich. Stehen bleiben! Oh, Frau. Wollig, wie Alter. Immer haben wollen, sie immer eine, haben wollen. Für eine Schelle verteilt. Ja, Alter. Du bist ja auch so ein Mannsweib. Ey, Polizei, verdammt. Hey, 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 bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen! Ich hab hier voll gegen den Hinterkopf gehauen und sie nochmal auf so eine Mauer drauf geklatscht mit dem Vorderkopf, Alter. Was machst du da bloß, Junge? Ran alle Müll einmal auf die Straße schmeißen und sowas. Oh, jetzt muss ich mich verstecken. Ne, jetzt verstecke ich mich da vorne gleich und check mal Abreise ab. Ich müsste auf jeden Fall mal richtig Kohle machen. Ich brauche ein dickes Auto, aber so ein richtig, richtig dickes Auto. Welches denn? Entweder eins von den neuen oder den Königsegg. Also am liebsten wäre mir der Königsegg erstmal für den Anfang. Das ist so ein Auto, das ist perfekt. Und dann so auf mal gucken, so einfach nur für die Garage noch mal ein paar andere super Sportwagen. Meine Garage ist immer voll. Na, ich kann ja jetzt schon mal anmachen, da kommen sie nicht hoch. Ach, du hast ja immer noch das. Oh, die Grotte, ne? Ja. Die Grotte unten unter der Brücke. Die du mir empfohlen hattest. Ja, die ist ja für den Anfang top, aber nur für den Anfang. Ich bin doch noch am Anfang. Wie? Nein! Schlucker. Oh, ich hab fast den Job für einen Titan gestartet. So, Abreise. Winterkeks 3 hat das Spiel verlassen. Aber warum? Winterkeks mag dich nicht. Oh, Winterkeks kommt zurück. Komm zurück. So, Einstellung bestätigen. Ja. Von der Freundesliste. Nein. Wo ist der Trepp denn auf der Freundesliste? Einladung ist raus.
Jo, habe ich bekommen, ich joine. Schnell, 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 schnell. Abreise, die Arbeit in unserer Branche ist nicht immer ein reines Vergnügen, mein Freund. Menschen, die du liebst und denen du vertraust, sie betrügen dich. Eine Frau, der ich vertraut und die ich großzügig entlohnt habe, deren Hände genauso schmutzig sind wie meine, sie redet im Vicurry Hotel mit dem Staatsanwalt. Bring sie zum Schweigen und mir ein Foto als Beweis und bring ja keine Cops mit zu unserem Treffen. Ich werde es versuchen, Trap genauso. Und ich bringe natürlich eine ganze Meute vorbei von Polizisten. Zum Spaß haben. Ja. Die Donutfresser. Aber Donuts sind gut, ey. Die Mission scheint gut zu sein. 89% deiner Wertung. Gut, gut. Ja, das ist recht selten. Eine Rockstar-Mission. So. Von mir kriegst du jetzt schon mal nur noch 80, weil es zu lange dauert. Nein. Ich wollte immer noch leben. Oh, fertig. Ich habe nichts gesagt. Abreise. Ich habe ein Auto für unsere Abreise. Hier, guck mal, hier steht eins. Eine Limo. Schalte die Zeugin aus. Ich knall sie ab, du machst die Fotos. Du bist für die nächsten Videos zuständig oder Fotos hier. Ja, ja, ich dreh mal wieder mal die Snuff-Videos. Genau. Wo ist sie? Oh, warte, 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 warte. Wo ist die Kamera? Snapmatic. Nein! Sie ist einfach losgefahren. Ich mach ein Bild von dir in Nahaufnahmen. Ja, mach mal. Fährst du hinterher? Ich schieße oder was? Ich mach so Fotos. Warte. So, jetzt fahr ich. Nee. Rechts, die fährt rechts gerade. Oh, oh, oh. Ja, aber egal, fahr da jetzt auch da lang. Okay. Nein! Der Verkehr! Oh! Soll ich lieber fahren? Dreh mich nach links so ein bisschen. Der andere, pass auf, du kannst. Jetzt nach rechts. Ach nee, gut, gut, fahr einfach. Jetzt gleich rechts. Ja! Musste das sein! Ja, und das vor allem. Guck mal, jetzt er schläft, der andere schläft jetzt auch. Und so mein Fahrskills. Oh, die Straße ist frei. Und ging nichts gegen erstmal. Erstmal. Ist doch eigentlich auch egal, ob ich da eine Haftbombe ranschmeiße, oder? Wollte ich nämlich am Anfang machen. Das machen. Aber nicht, dass sie da nicht mehr erkennbar ist. Rechts, 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 ja. Die Taschen gar keine Reifen mehr. So. Das war die Zeugin. Geiler Drive-By. Begib dich zur Zeugin. Soll ich auch nochmal ein Foto machen oder was? Warum machst du das? Nimm sie mit. Aber raus da! Achso. Warte mal. Ach, ich kann gar kein Foto mehr machen. Ach, man muss ja wirklich ein Foto machen. Ja, ja, du musst ein Foto machen. Das war grad Spaß. So. Yeah. Mein Foto ist so. Schön. Ich habe ein Foto gemacht, in dem du gerade ein Foto machst. Das cool aus. Doppelt. Wollen wir ihr Auto nehmen? Oh, die Cops sind da, die Cops sind da. Schnell, steig ein. Nimm ihr Auto. Ja, dann los. Kannst nicht nehmen. Ja, dann komm. Los, hier. Ach, das lag pack daran. Das Handy weg. Ja, ja, das war bei irgendeinem Handy. Los. Eisgeht, ein Reifen. Ja, zum Glück habe ich... Ich wollte zuerst alle Reifen zerschießen bei dem Auto. Sei froh, dass es nur eins nee, ist. Ich habe gar keine Reifen. Das sah nur so aus zuerst. Ach so, okay, dann. Ist mit der Body. Oh, nein, nein. Oh, Alter, nice. Wir verstecken uns mal hier unten. Nein, da, ach, da geht's ja wieder hoch. Ich dreh mich einfach nur im Kreis. Das, ich lenk sie ab, ich entkomme schon. Das ist gut, schön. Alles gut, alles gut. Die schießen gar nicht auf mich. Die rammen mich einfach nur. Ich steig jetzt ein anderes Auto ein. Fluchtfahrzeug wechseln. Oh, nein, ich bin gestolpert. Steh auf! Wo willst du denn hin? Boah, jetzt schießen die auf mich. Ah. So, jetzt geht's wieder. Boah. Einen miesen Ellbogen hat sie. Scheiße, ich werd umzingelt. Oh, was für ein Glück. Oh, nein, jetzt haben sie mich doch noch. Wieso habe ich mich umgedreht? Nein. Jetzt schießen alle auf mich. Boah, ich konnte nur entkommen. Egal, ich habe auf jeden Fall ein besseres Fluchtfahrzeug.
Yeah! Da kann ich wieder richtig Drift. Oh, LKW! So, wir sollten eigentlich die Cops abschütteln. Nein, die haben mich gerammt. Ich habe mich um 360 Grad gedreht. Oh. Ich werde mit dem Wagen niemals entkommen. Wie ich den Zaun weggemäht habe. Das komplette Ding. Das sah ja krass aus. So, nee, jetzt muss ich hier mal wirklich hinkommen. Ich könnte ja auch einfach Lester anrufen. Oh, das ist ja zu billig, ne? Das ist einfach zu billig. Macht doch keinen Spaß. Ich brauche einen anderen Wagen. Das geht so. Ach so, warte, ich komme mal zu dir, dann nehme ich die mit. Ich glaube, ich bin tot. Nein! Ja, ich bin tot. Das waren zu viele Polizisten. Wieso wird das nicht angezeigt? Aber hier bin nee, ich du wieder. Stehst doch da noch. Ah, du bist wieder respawned, okay. Oh. Nein, 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 sie haben mich wieder erwischt. Ja, ja, sie haben mich wieder erwischt. Hi. Hi. Okay, ich muss weg. Ich hab noch Stress. Ich versteck mich aber. Ey, dieser Bullenwagen, der fährt gegen mich. Ich krieg 2 Sterne. Ja. So ist das hier mit den Cops. Hey! Der schwarze Trevor. Hörst du die Leute auch gerade in der Party? Nee. Ich höre die. So, jetzt reicht's aber. Jetzt muss ich immer verstecken. Genug Spaß, ihr habt mit den Cops genug verarscht. So, erstmal vor Baustelle eine Runde chillen. Oh, so, ich bin den Bullen entkommen. Und jetzt bin ich die Straße einfach runtergefallen. Licht aus und ruhig sein, ruhig. Ich bin nicht Teartrap, ne? Ich bin nicht bei der Baustelle. Alter, du bist ja schon 40, sehe ich gerade. Ja, du noch nicht. Alter, mies. Aber da habe ich 2 übelst krasse Blutflecken voll auf der Motorhaube. Oh, jo. So, ich jetzt. Ich hab die Pulse abgehängt. Ich auch. Aber das ist ja schon zum zweiten Mal. Vorhin haben sie mich bloß wieder erwischt. Direkt nachdem ich sie abgehängt habe. Oh, das ist wieder ein Tornado. Was ist das denn für ein Auto? Ist das der gleiche? Das ist neun. Oh nee, da kam jetzt so ein Bullenwagen hier rein. Nein, das ist nicht dein Ernst. Warte, ich rufe Lester an. Lester, nimm mal ab. So, bei mir ist durch. Ich glaube, ich werde jetzt ja... Nein! Na, was ist jetzt passiert? Ich habe mir gerade so einen richtig coolen, roten Klassiker, so ein Cabrio-Fit gemacht. Und dann kommt so eine Blonde von der Seite an und fährt mir einfach die Tür ab. Ich wollte gerade noch sagen, ich glaube, ich fange jetzt an, Klassiker zu sammeln. Jetzt kann ich den ja wieder vergessen, weil ihm eine Tür fehlt. Die war halt ein bisschen neidisch gewesen auf dich. Ja, dachte ich, was? Die Brünette da? Auf deinen roten Hintern. Was? Die war neidisch. Egal, Tür baue ich wieder ein. Boah, der hat aber ein. Das ist Handling. Geil, ey. Wie kein Verdeck? Ist ja blöd. Ach so. Ich dachte, das wäre Verdeck, aber das ist ja der Sitz gewesen. So, ich bin jetzt gleich da. Dann haben wir die Mission auch mal hinter uns gebracht. Brauchst du noch ein bisschen? Ich bin nur 1,5 Kilometer entfernt. Naja, einen halben Kilometer näher dran als ich. Ach so. Ich dachte schon, bei mir wäre es irgendwie verbuggt oder sowas gewesen, weil du sagst, ja, du bist ja schon gleich da. Ja. Jetzt sind so noch 1,5 Kilometer. Oh oh, mein Auto ist sehr breit. Ah, passt, passt. Hier passt alles. Oh, da war wieder so ein geiles Auto. Und nächstes deine Mal. Autos. Nein, 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 nein. Oh, ui, ai. Nein, und gegen die Wand. Ja, mir ist das gleiche eben auch passiert. Oh, mit den Kratzern sieht das aber viel cooler aus, das Auto. Boah. Den muss ich mir noch holen.
den Ferrari da. Ist anscheinend nicht so auf dem Neuwagen, oder? Doch, alle. Ich finde alle Autos geil. Ja, mit Kratzern. Ja, das sowieso. Ist jetzt wer hinter mir? Er kommt da hinten. Oh! Man darf bloß nicht zu dolle nach rechts oder links lenken. Sonst... Uiuiui, ist... Das Heck weg. Dieser Wagen hier ist so kacke. Ich warte mal und guck mal an, was du fein hast. Drift mit dem, muss aufpassen. Weißt du, welche Karre geil ist? Die hier vorne steht. Der ist keine Servolenkung oder was? Die irgendwie so angefühlt. Ach, hier. Der Fully's. Achso. Fully's HD, Fully's Aid oder sowas ist das. Wenn du den Steuer kurz runter drückst, dann siehst du immer den Namen vom Auto rechts. Achso. Also das oberste ist der Name vom Auto, also der Hersteller und dann Typezeichnung. Brilliant, 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 my friend. Brilliant. Mission bestanden, nachdem wir eine halbe Stunde einfach nur sinnlos rumgefahren sind. So. Nein, das macht aber Spaß. Das machte wirklich Spaß. Daumen hoch, viel Spaß. Niemals. Niemals. Spaß gemacht. Niemals. Na, okay. Nee, gut, alles klar. Oh, 15.000. Ordentlich, ordentlich. Freue ich mich drüber. Das ist richtig ordentlich. So. Und da wir jetzt wieder ordentlich was verdient haben, machen wir jetzt auch erstmal ein Päusle nach der harten Arbeit, damit wir gestärkt für die nächste Folge sind. Ja, wir müssen ja auch mal wieder ein bisschen umziehen demnächst. Dann müssen wir mit meinen Golfklamotten erstmal hier so eine Gangster-Jobs zu erledigen. Nee. Ja, ich muss mich auf jeden Fall nächstes Mal umziehen. Aber naja, schauen wir halt einfach mal, ob ich das beim... Ja doch, muss ich ja machen zum nächsten Mal. Naja gut, alles klar. Okay, ja, Shoppingtour. Ja, eine kleine aber nur. Sonst, Alter, bei mir... Auch eine kleine Shoppingtour dauert wieder eine halbe Stunde. Aber ne, egal, reden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall drüber. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.